Man, wir können auch hier schnell mal braten. Achso, da vorne. Da sind drei Tiere. Ach, der wird hier auf den. Hier gefunden. LOL? Hä? Oh. Der ist grün. Ich wollte gerade. Hä? Alter, ich hab Charcoal angeklickt. Schießt du? Ja, ich schieße. Alter, die Kuh stirbt nicht. Alter, hier liegt doch eine Kuh rum. Ich hab doch eine Kuh überfahren, die liegt doch hier. Ja, egal, zu spät. Das haben wir halt einen grünen SUV. Ich hab zwar eigentlich Charcoal ausgewählt, aber. Ja. Immer noch bessere Tarnung als der rote. Na egal, ich hab 6 Meat. Ich auch. Meat oder Weed? Weed. 6 Gramm Weed und 6 Gramm Meat. Okay, können wir uns die dann aufteilen, bitte? Wirf ein MP5 SD, der hat doch schon 3 Schüsse. Alter, das ist wieder der ECG-Typ, der von eben. Voll die armen Typen, ey. Würde mich ja übelst aufregen. Ich hab wieder keine Anzeige gehabt, ne? Julian, hast du das gesehen diesmal? Diesmal ja. Okay. Wo ist denn unser SUV? Der steht da draußen. Bei dem. Das ist auf dem Helipad. Deswegen ist er auch noch God-Mode an. Hä? Wo? Ah, übrigens in den Helipad. Traders. Du Jockel. Quatsch, mach der Master erst im Rucksack. Felix, oder? Ah. Julian. Und oh, Flo da. Eigentlich. Was los? In den Trader Cities, Bandit und Hero Trader Cities. Ich glaube, da ist PvP an. Das kann auch sein. Und da kriegt man auch Helis. Also, der eine hat auf jeden Fall mal geschrieben. Bandit und Hero Trader Cities. Also, bei Bandit ist auf jeden Fall. So wie weiß ich. Bandit Trader meinst du? Meinst du Trader City Bash? Nee, ja, Quatsch. So hat jetzt jeder 4, ne? Ich hab 2 noch. Ich hab 1 schon gegessen. Ja, okay, dann ist egal. Schon okay. Felix, du willst ja, denk ich mal, fahren, ne? Oder Julian. Ich kann gern fahren, also. Also. Fuck, jetzt weiß ich nicht, welcher Schlüssel das war. Die schießen wieder. Ja, egal, dann behalte ich den Schlüssel. Hopp, steig ein und. Bin drin. God Mode on. Ja, dann lassen die andere Richtung einfach auf, wegfahren. Gas. Oh, da guck. ECC, denn der dritte Mann. Wurde gerade auch gekillt. ECC? Ja, das war ein. Ne, der hieß ECB. Wollte gerade sagen. Aber der wollte hier auch her. Wahrscheinlich. Ach, egal, einfach Scheiße. Weg hier. Ach du heilige Scheiße. Das kannst du so gut nicht kontrollieren. Doch. Ja, hier geht noch, aber das da, da wo du vorhin stand, ist nicht so. Nee. Erst recht nicht mit dem Fahrrad. 90, 92, ich hab keine Bremsen. Ja, Alter, ganz ehrlich. Das war so geil. Und schon haben wir wieder auf einmal, SUV. Auf einmal kommt da links so ein. So ein auf einmal weiter. Ich will. Achso, ja, ist okay. Alter, wir fahren. Soll man da wirklich hin? Ja. Aber Alter! Okay. Was denn? Ah, nee, das kann ich ja jetzt nicht machen. Was denn? Ist egal. Wolltest du ja. Ist ja eine Feuerstechnik. Naja, wegen Livestream, ne? Ja, wolltest du jetzt aufgehen, oder was? Nee. Dass ich jetzt aufgehe. Raus hier. Raus! Springen! Ejected! Ey, den kannst du einfach. Also, ich guck den heute Nacht nach. Ich weiß nicht, wie man da auf den Channel kommt. Das finde ich voll komisch. Ich schick dir noch einen Link. Ja, okay, danke. Bitte. Kein Thema, Schatzi. Ich hoffe, du meinst jetzt nicht mich. Ich mein Felix. Glaubst du echt, zu dir wird jemand im Leben Schatzi sagen? Oh. Weiter. Nimm mich mit Humor. Ja. Nimm mich mit Humor, du kleiner Hurensohn. Du kleiner Hurensohn. Naja, wenn du wirklich mal hierher kommst oder ich zu dir. Ja. Dann, hä? Was ich willst glaub, du? Ich glaube, dass du nach Berlin kommt. Ganz ehrlich. Ja, dass du nach Wegberg kommst. Wieso? Er kann mich doch besuchen kommen, mal. Nee, wie soll ich denn da überhaupt hinkommen? Das ist doch nichts. Wir haben einen Bahnhof, Junge. Wie das? Nee. Wir haben Bahnhof. Wie konntet ihr das denn bezahlen? Wir haben auch einen Bahnhof, da ist ein Restaurant. Am Bahnhof. Weil wir mal ein Bahnhof war. Was? Wohnst du in Gerstheim? Nee. Nicht? Aber du? Nicht in Gerstheim, Bahnhof, Restaurant? Ja, das ist nur so wir hier so in der Gegend. Achso. Ja, das hat meinem alten Nachbarn gehört, ne? Wirklich? Ja. Na, die Sascha. Neuen. Ah, das hat er die also. Sascha, der war übelst cool, Alter, bei dem habe ich immer so einen riesen Schlüssel bekommen.
Schnitzel oder Schüssel? Schnitzel, Junge. Achso, na, ein Schüssel, um recht zu kommen. Ich immer so eine riesige Schüssel bekommen. Schnitzel. Aber eine leere Schüssel dann, oder? Ja, ja. Was, Alter, okay. Was soll ich mit einer vollen Schüssel? Na, essen. Ich hab so eine Glasschüssel bekommen, eine leere. Und die durfte ich dann auch. Guck mal da vorne. Lol. Halt mal an. Warum? Das ist. Oder. Ach, das ist disabled? Disabled. Fahr weiter. Wie gesagt, ich will mich hier nicht lange aufhalten. Aber gar nicht aufhalten. Der pinke SUV ist geil. Geil. Der, dem fehlt aber ein Reifen. Ich habe einen Reifen dabei. Guck mal hier links. Guck mal schnell, gucken. Guck mal schnell. Oder ich. Ja. Nie vorm Auto vorbeigehen, Julian. Das müsste doch BMW, Alter. Gelockt, ne? Ja, natürlich ist der gelockt. Nee, du hast ja auch schon einen gefunden. Also. Und der eben oben war auch nicht gelockt. Halt die Flosse. Dass den noch keiner verkauft hat, wundert mich. Vor allem, dass die den nicht verkauft hatten. Ja. Ja, die haben, glaube ich, wie ich gesehen habe, beim Cargo-Check von ihrem Auto hatten die ganze Zeit nur Waffen gekauft oder so. Die hatten irgendwie 10 Plätze weniger im SUV. So, machen wir jetzt hier einen auf Safe, sagst du? Ja, ja, und dann werden wir elendig krepieren, weil einer trotzdem von hinten kommt. Das ist schon safer, als geradeaus auf einen Aircraft-Dealer zuzufahren. Fahren wir nicht... Wie fahren wir? Wir fahren jetzt so und wir fahren dann von oben und gehen dann zuerst mal an der ich will immer schon Ami-Begriffe sagen, weil ich so viel amerikanische Videos gucke oder englische, an der Ridgeline. Frage, wo fahren wir überhaupt nochmal hin? Aircraft Dealer. Wir sind genau überhalb vom Airfield jetzt. Ja, hier unten ist das Airfield knapp 800 Meter, oder? Genau. Aber da ist PvP an, ihr wisst, ne? Ja. Ach. Oder? Ja. Ja, deswegen fahre ich auch nicht hin. Deswegen sind wir noch hier. So, jetzt fahren wir mal hier hinter dem Baum. Was glaubst du denn, warum Felix einen Sniper dabei hat? Einfach so. Wenn jemand was kaufen will, warten wir, bis das gekauft hat. Oder. Ne, müssen wir. Obwohl, ja doch. Da SUV ist gelockt, Airfield. Ne? Nee, ich bin dumm. Jetzt wisst ihr, da sind zwei Autos. Wo? Ein, glaube ich, SUV und ein Toyota. Wo denn? Am Dealer. Direkt. Dran geparkt. Das sehe ich gar nicht. Aber da sind keine Spieler. Doch, ich sehe zwei Autos. Die sind direkt beim Hangar. Da ist es Airfield. Boah, bin ich so. Da steht eine Mi. Wo? Aber mitten auf dem Airfield steht eine Mi. Und da stehen zwei Autos und eine Little Bird. Ja, okay, soweit kann ich nicht sehen bis zu einer Mi. Ja, komm mal her. Ich auch nicht irgendwie, warte mal. Komm mal her. Hier, ich bin nur 10 Meter so runtergelaufen. Ja, wir sind auch nicht viel weiter. Ah, da vorne bist du. Komm hier her. Bin hinter dir. Mitten auf dem Airfield steht eine Mi. Ja, du kannst aber, glaube ich, mit deiner Waffe ein bisschen weiter gucken als wir. Ihr könnt aber mit der von der Sichtweite ja genauso weit gucken. Bei mir ist es ein bisschen Dingens hier. Ah doch, da ist eine Mi, tatsächlich. Da steht ja, eine Mi und genau, guck mal rechts so. Bei den Toyota. Vorher ist vorne, siehst du ein Little Bird in Bäumen stehen. Was sagst du da hier alles zusammen? Stimmt, da steht ein Little Bird. Julian, kaum auffällige Bekleidung. Wo steht der Little Bird? Wenn du auf den SUV guckst, weiter vorne ein bisschen. Davor. Ah, da stimmt, Leute. Die wollen alle zu der Trader City. Bei Wispo war das eben schon. Aber ich glaube, das ist hier Locken und so. Soll ich da mal hingehen? Ich hab nichts Besonderes. Wie, das ist Locken und so? Naja, guck mal, da steht eine Mi, da steht so ein Flugzeug, noch so ein Bird. Können ja gelockt sein, einfach. Also ich würde gerne noch bis ein ganz schönes Stückchen weiter nach vorne. Guck mal, rechts gehen. Von uns ist ein Yui. An der Scheune. Lol, was geht denn hier ab? Ich gehe mal gucken, ob der Ich gehe hier oben durch den Wald zum Yui, mal gucken, ob da was drin ist. Julian, bleib da. Lagebesprechung, ne? Wir haben jetzt mehrere Möglichkeiten. Ich gehe jetzt mal so. Nee, das Video von Frankie hast du nicht gesehen, wo das er. Der guckt ja kein Frankie. Leider. Wo bist du denn jetzt hin? Ich bin nach links gelaufen in die Tanne. Damit ich auch links sehen kann. Kannst du nicht weiterreden? Ja, ich will aber, dass du genau dorthin siehst, wo ich auch hinsehe. Wo bist du jetzt hinge? Da ja. Bist du, Alter. Ne, ich bin ein bisschen auffällig. Little Bird. Hör's, der startet. Ne, der fliegt schon. Ah, okay. Ich hätte jetzt gedacht, der unten, der startet. Ne, der kommt hier angeflogen. Ne, der kommt angeflogen, von hinten. Hast recht.
Mach auf SDA, FDW. Lol. Mal sehen, was er hier machen will. Wenn er landet, Steering auf 600. Ist er in der linken. Alter, ein Zombie. Zombie war gerade bei Diago, genau. Ein Pilot, scheinbar kein Co-Pilot oder auf den Sitzen ist auch keiner. Ich geh gucken, ob was der landet. Ist. 600, Steering. Geht der runter? Der geht runter. Was? Den snacken wir uns, oder? Sollen wir? Ja. Ich geh näher ran vom Yui aus. Ich geh weiter nach links. Muss ich. Ich bleib. Nee, weil da die Bäume bei mir im Weg sind. Ja, bei mir eigentlich auch, aber. Ja. Wo geht der runter? Siehst du das? Der ist genau am Little Bird. Bei den Autos. Fuck, da sehe ich nicht hin von hier. Dreckszombie, nein! Ich hab noch 500 Meter und bin ich quasi dort, sag ich mal. Sehe genau drauf. Dreckszombie. Muss neu zeroen. Sind fast 7, ne, 600. Ein bisschen, oh fuck, ja. Ich hab noch gezeroed, oder? Ne. Ist derjenige ausgestiegen? Ich weiß es nee, nicht. Noch nicht. Hab noch 400 Meter bis hin. Bei mir noch, also ich hab noch nicht aussteigen gesehen. Was sehe ich denn da? Ich sehe einen Little Bird, aber ich weiß nicht welcher das ist. Der hat seinen Motor noch an. Der läuft da. Also ich bin auf dem Feld, ne? Ja. Siehst du mich? Scheiße. Es war knapp. Hast du geschossen? Ja, ja. Alter. Ich hab gedacht, hier. Der hat gerade gekniet, deswegen. Ich hab gedacht, auf dich wird geschossen. Nee, nee. Alter, steht auf einmal ein Zombie neben mir. Ist das jetzt dein Ernst? Julian. Danke. Nicht das. Seht ihr den noch? Ich sehe ihn ganz schwach. Wo ist der Typ? Der ist, glaube ich, am Dealer gewesen oder so. Weil ich bin der relativ nah dran mittlerweile. Der war eben an dem anderen Little Bird und als ich geschossen habe, ist er hinter sein Little Bird gerannt. Vielleicht ist er doch Godmod. Nee, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, glaube ich nicht. Ich bin in den Tannen, in der Tannenreihe. Unten am Hangar quasi. Gut. Schon so weit unten, ja? Ich bin fast da. Du musst es ihn ja sehen. Da läuft er doch. Am Little Bird. Fuck, ich hab den zu spät gesehen, ich hab zu spät gescoped. Welcher Little Bird ist deiner? Der hintere oder der vordere? Der an ist, der hintere. Von uns aus gesehen. Die sind mittlerweile beide aus. Achso, der eine ist bei mir noch an, deswegen. Der hat einen Tod verloren, wir haben den Tower. Der hat ihn verkauft. Hast du gerade geschossen? Ich schieße, ja. Ja. Getroffen mehrere Male. Vielleicht ist da noch Godmod. Ja, da ist Godmod an, sonst wäre der tot. Oh, ist das scheiße. Woher soll man das wissen? Ganz ehrlich, ist ja keine. Dann hätten sie da irgendwas dran schreiben können oder so. Wie kacke ist das denn, Alter? Toll, jetzt ist es ein bisschen scheiße, da hinzulaufen. Meine Fresse, das war jetzt ganz schön fail. Die Aktion hier. Ja, wenn die jetzt rauskommen, haben die ein Problem. Vor allem der hat eine Lapur Magnum, ne? Passt auf da oben. Gehst du da? Hä? Ich bin am Industrial. Ach so. Geh mal direkt, geh auch mal dahin zum Godmode. Nee, ich bin da jetzt lieber mal weggelaufen. Also, hab ich da den darf getroffen? Darf man da rausschießen? Ja, ne? Weiß ich nicht. Die können rausschießen, aber das bringt dir nichts. Ja, weil die schießt, die zielen gerade beide in meine Richtung. Nee, der eine hat einen Lapur Magnum und der andere, das sind zwei Typen, einer hat so einen ähnlichen Skin wie du, Flo, nur halt mit, ohne Hut. Ja, einer hat irgendwie sowas Braunes angehabt. Und der andere hat irgendwas Braunes, genau. Auf den Braunen, den habe ich, glaube ich, mehrfach eigentlich getroffen. Ja, ich hab's gesehen. Ja, scheiße, Alter, das ist ja langweilig dann. Wenn das eine Godmode-Zone ist. Schon. Aber so werden die, glaube ich, machen wollen. Was wollen die machen? Wer verkauft dann bitte Little Bird und macht das? Ja, die wollen dass die jetzt keinen anderen Heli kaufen, dürfte ja klar sein. Ja, aber wir haben Zeit.
Ich muss jetzt nur noch die Stelle finden, wie ich mich position. Alter, die hätte ich so schön gekriegt. Ich auch. Ganz ehrlich, der eine Schuss wäre der gerade nicht weg gewesen und. Ja, ne? Eigentlich schon. Gut. Seht ihr die noch? Ja. Nein. Sitzen die immer noch da drin? Ja, beide sind draußen. Ah, die haben sich nicht gekauft. Ist ja auch ein. Aber die sind beide noch in dieser Safe Zone, oder? Ja. Wenn sie in der Mi sind, immer noch. Also, was sagt der Mi runterholen? Ja, wie denn? Okay, ich könnte die Mi. Nee, könntest du nicht. Nicht? Wenn ich auf den Rotor schieße? Ja, wenn die. Ja, stimmt. So, wenn sie angeht, stimmt. Die geht an. Wo steht die denn? Soll ich schießen? Die steht. Ja, geht eh nicht. Sind das Safe Zone? Da geht ja auch keiner. Ja, wenn so ein bisschen hoch geht, vielleicht dann gerade. Muss mich erstmal beruhigen hier wieder, mein Spieler. Noch nicht abgehoben? Nee. Steht da noch. Ist das eine Zivil-Mia, ne? Ja. Gut, hab's gesehen, ist gerade hinten die blaue Aufschrift. Die steht quasi beim Little Bird. Ich seh's, ich seh die Rotoren. Die gehen aber nicht hoch. Jetzt. Jo. Ja, fuck. Schießt du auch? Ja. Du hast aber doch nicht so viel Schuss, oder? Nö, ich schieß auch nicht mehr. Egal, lass es da hin. Habt ihr gesehen, ob beide da rein sind? Ja, sind sie. Weiß ich nicht, aber Julian, traue ich jetzt mal. Ja, ist nicht, dass das nur einer war. Du bist doch sowieso in der Nähe, du musst das eigentlich mehr wissen als ich. Mhm. Ich hab grad, nachdem ich geschossen hab, kurz Zombie-Problem und dann hab ich mich nicht mehr umpositioniert. Ich meinte ja auch nicht dich. Ja, ich hab das nicht gesehen, weil ich von denen weggerannt bin, weil ich Angst hatte, dass der Typ auf einmal mit der Lapur Magnum aus der Safe Zone rauskommt.